Lilli Paul Roncalli, 26, ging vor rund 4 Jahren als Siegerin von Let's Dance hervor. Doch was denkt die Zirkusartistin über die diesjährigen Gewinner Gabrielle Kelly, 22, und Malika Tschumev, 33? Promiflash traf die Beauty auf dem Laskana Summer Event in Berlin und hakte nach. Sehr verdient. Ich muss sagen, Malika ist eine ganz, ganz liebe und ich gönne es ihr von Herzen. Schwärmt die gebürtige Münchnerin und fügt hinzu, die Kelly Family und die Roncalli Familie sind seit vielen Jahren verwandt. Also ich habe mich sehr gefreut und muss sagen, die Kelly Family ist einfach sehr, sehr talentiert. Ich glaube, da hat keiner kein Talent abbekommen. Sie habe die Sendung leider nicht komplett mitverfolgen können. Lilli erklärt während des Gesprächs. Ich bin selbst im Zirkus aufgetreten und hatte natürlich freitags auch immer Shows, aber ich habe immer auf Instagram die Videos verfolgt. Bereits vor einigen Jahren verriet die 26-Jährige, dass sie später sogar einmal den Zirkus ihres Vaters Bernhard Paul, 77, übernehmen will. Doch auch abseits der Showbühne lässt sich Lilli ab und zu im Fernsehen blicken. Anfang des Jahres trat sie beispielsweise in der ersten Folge von Schlag den Besten an. Dort wetteiferte das Model gegen Paul Janke, 42. Moderiert wurde das Ganze von Elton, 53. Neben Lilli waren außerdem einige weitere Promis mit von der Partie. Zu diesen zählten unter anderem Calvin Kleinen, 32, Elena Miras, 32, oder Lukas Cordalis, 56.